Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Was ist eine Portion Mittagessen? Ein Mittagessen besteht ja aus Beilage, aus Gemüse und wer möchte, aus Fisch, Fleisch, Geflügel oder Ei. Die Portionsmenge ist immer so, dass die Kartoffel ungefähr das, was in eine Hand passt, also so eine Backkartoffel, passt ja wunderbar in eine Hand. Das wären auch drei kleine Kartoffeln oder eine Handvoll Nudeln oder eine Handvoll Reis. Dann nehmen wir immer die doppelte Menge an Gemüse zu dem Anteil der Beilage. Der Hintergrund ist, dass wir hier ungefähr 30 Gramm Kohlenhydrate drin haben, die den Blutzucker ansteigen lassen. 10 Gramm Kohlenhydrate für die Vorstellung sind immer 4 Würfelzucker. Und das Gemüse lässt aber den Blutzucker nicht ansteigen. Der Mais, kennt man manchmal aus dem Diabetes, der kann in Maiskolben zum Beispiel schon Zucker verändern, aber hier gemischt nicht, weil der Ballaststoffanteil viel, viel höher ist. Und dann haben wir sozusagen noch den Sättigungsbeilage. Das ist sozusagen das Stück Fisch oder Fleisch. In diesem Falle habe ich jetzt hier ein Stück Fleisch genommen. Wenn ihr keine tierischen Produkte mögt, könnt ihr mehr Gemüse nehmen. Und schaut immer, dass ihr ein bisschen Eiweißquelle habt, weil die Eiweißquellen sozusagen den Sättigungseffekt liefern. Also wer das Gefühl hat, er wird rein von Kartoffelessen nicht satt oder von Nudeln nicht satt oder von Reis nicht satt, immer gucken, dass ihr Gemüse einbaut. Ihr Lieben, wenn ihr mehr zu den Portionsmengen wissen wollt, könnt ihr im Rose Fröhlich Ernährungsmaß, das gibt es auch digital auf dem Handy oder Restposten noch mit dem Fächer, da habt ihr die verschiedenen Portionsangaben pro Person, pro Tag. Hier ist das auch mit den Reis und Nudeln, den Kartoffeln erklärt. Ihr habt ganz viele Tipps und Tricks auf der Rückseite noch zusätzlich. Ihr habt die verschiedenen Kategorien da drin. Schaut es euch an, gibt ein extra Video dazu. Und so könnt ihr die Portionsmengen für euch eigens definieren. Das ist sozusagen das Rose Fröhlich Ernährungsmaß. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Umsetzen der Portion. Echte Patientenfälle, schaut euch noch die weiteren Videos an. Ganz lieben Dank und einen schönen Tag euch.